Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär, und wir werden uns heute einen richtig leckeren Big Mac-Auflauf machen. Ich habe wie immer alle Zutaten hier stehen, die schauen wir uns an, dann geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. Folgende Zutaten benötigen wir heute. Da haben wir hier einmal in der Schale etwas Creme Fraiche. Hier im Vordergrund haben wir einmal Schmelzkäse. Wer diesen Käse nicht mag, weil er meint, das ist Müll, Schmutz oder sonst was, nehmt bitte anderen. Ich finde den für dieses Gericht hier super gut, deswegen verwende ich den. Dann habe ich hier einmal ein Stück Cheddar. Da müssen wir uns nachher noch was runterreiben. Dann haben wir hier Salz, Pfeffer, Olivenöl, Tomatenmark, etwas Senf, dann Gewürzgurken, ein Eisbergsalat. Hier hinten haben wir noch Tomaten und hier haben wir noch Rindergehacktes. Wir werden jetzt damit beginnen, dass wir zuerst wieder unser Gemüse nehmen und das vorbereiten. Dazu nehme ich mir hier zuerst die Tomaten und werde die einfach nur in solche Scheibchen schneiden hier. Nach den Tomaten werden wir uns jetzt hier den Gewürzgurken widmen. Die werden wir uns einfach nur hier hinlegen und der Länge nach in Scheiben schneiden. Ihr seht, als nächstes habe ich jetzt hier den Eisbergsalat. Das machen wir uns ganz einfach. Da schneiden wir hier außen einfach nur ganz dünn so ein paar Scheibchen runter. Weil wenn wir das nämlich machen, dann haben wir den gleichen in schöne Stücke geschnitten und deswegen machen wir das so. Unser Gemüse ist natürlich jetzt soweit fertig geschnitten. Die genauen Mengen und Rezept wie immer unten in der Videobeschreibung. Jetzt als nächstes nehmen wir uns hier unser Creme Fraiche und werden unsere Soße anrühren. Das heißt, wir werden den Senf nehmen, den hier reingeben. Dann kommt der Tomatenmark dazu oder das Tomatenmark. Haben wir das, ein bisschen Salz. Und etwas Pfeffer. Und jetzt müssen wir das Ganze einfach nur noch verrühren. Die Soße ist jetzt auch fertig. Wir haben unsere Vorbereitungsmaßnahmen soweit komplett abgeschlossen. Das Gemüse ist geschnippelt. Den Käse, den werden wir uns nachher natürlich noch direkt in den Topf reinreiben. Aber ich werde jetzt im Hintergrund die Kohlen durchglühen und dann sehen wir uns gleich wieder. Unsere Kohlen sind jetzt komplett durchgeglüht. Ich habe den Topf auch schon draufgestellt. Hierbei handelt es sich um den DO9S von Barbecue Toro. Jetzt werden wir schon mal den Deckel abmachen, weil der sollte heiß genug sein. Da werden wir jetzt zuerst unser Olivenöl reingeben. Und dann nehmen wir uns portionsweise das Gehackte und braten das an. Hat unser Fleisch jetzt genug Farbe abbekommen, werden wir das nehmen und einfach hier in so eine Schüssel reinmachen. Werden dann im Anschluss daran das restliche Gehackte schön anbraten, dass es einigermaßen krümelig ist. Das werde ich jetzt fertig machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt, wo wir das restliche Hackfleisch komplett angebraten haben, geben wir das andere wieder dazu. Dann werden wir das mit ein bisschen Salz und Pfeffer würzen. Haben wir das erledigt, rühren wir das noch einmal schön unter, dass das Salz und das Pfeffer überall hinkommt. Werden das hier am Boden schon mal einigermaßen glatt streichen. Und dann nehmen wir den Topf und nehmen den erstmal von der Hitze runter.
Jetzt, wo wir das von der Hitze runtergenommen haben, nehmen wir uns hier den Kochlöffel, werden das Gehackte hier schön glatt andrücken, dass das überall schön gleichmäßig liegt. Und wenn wir das jetzt gemacht haben, dann nehmen wir den Creme Fraiche, also unsere Soße, die wir angerührt haben, geben die so da drüber. Werden die dann auch schön verteilen, dass überall was hingekommen ist. Das können wir noch dazu tun. Und auf die Soße machen wir jetzt hier unsere Gurkenscheibchen, die wir uns vorher geschnitten haben. Auf die Gurken werden wir jetzt den Schmelzkäse packen. Wie gesagt, gefällt euch dieser Käse nicht, nehmt irgendeinen, der euch schmeckt. Auf den Käse werden wir jetzt die Tomaten packen. Und hier werden wir jetzt noch schön unseren anderen Käse drüber reiben. Jetzt werden wir den noch hier drauf schön verteilen, dass überall was von dem Käse ist. Und dann nehmen wir uns noch welchen von den Schmelzkäse, zupfen hier so ein Stück, paar Stückchen ab, werfen die einfach so dazwischen. Somit haben wir alles im Topf drinne. Da brauchen wir jetzt nur noch unseren Deckel drauf machen. Dann werden wir uns den Dutch Oven nehmen, erstmal runternehmen. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen umgebaut, habe die Kohlen mal darüber geräumt. Davon werden wir uns jetzt so, ich sage erstmal 6 Stück nehmen, die wir für unten benötigen werden. So, was haben wir jetzt? 6, 7, na komm, machen wir doch 8. Weil wir brauchen nicht viel Unterhitze, sondern nur ein bisschen. So, haben wir die Kohlen da stehen. Werden wir uns unseren Topf da drauf packen. Und dann werden wir uns oben nochmal einen richtigen Schwung Kohle drauf packen. Damit das Ganze gescheit über backen kann. Das sollte uns an Kohlen genügen. Unten sind wie gesagt 8 Stück drunter. Oben habe ich jetzt noch mal 16 draufgepackt. Wir lassen das jetzt für rund 20 Minuten im Topf drinne, weil wir wollen es jetzt nur noch überbacken. Das Hackfleisch war ja schon so weit gar. Zwischendurch trotzdem noch mal reinschauen, falls wir zu viel Oberhitze haben, dass uns der Käse nicht zu dunkel wird. Und ihr seht, ich habe hier das herrlichste Schneegestöber, aber das soll uns nicht abhalten vom Topfen. Deswegen warten wir jetzt, bis es fertig ist, und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir probieren. Gut eine Viertelstunde ist jetzt rum. Wir werden das erste Mal reinschauen. Und hopp. Ich hoffe, man sieht vor lauter Dampf was. Oh ja, der Käse ist schön geschmolzen. Ich gebe dem jetzt nochmal 10 Minuten und dann sehen wir uns am Tisch wieder, wenn wir probieren. Da sind wir auch schon wieder am Ende vom Video angekommen. Unser Big Mac Auflauf ist fertig. Und wer jetzt am Anfang gedacht hat, der hatte doch noch Salat. Ja, den habe ich auch noch. Der steht hier. Der ist allerdings nur fürs Gewissen. Davon nehmen wir jetzt was. So ein Händchen voll. Geben uns das hier so auf den Teller. Wenn wir das gemacht haben, werden wir uns als nächstes hier unseren Deckel vom Topf nehmen, den schön beiseite packen, und dann werden wir uns hier so eine Kelle nehmen und uns was hier von. Und davon werden wir uns jetzt richtig schön was auf den Salat hier geben. Schön käsig die Angelegenheit.
Wow. So, das sollte genügen. Somit haben wir unseren Teller fertig gefüllt. Ach komm, hier die bisschen Gürkchen hier, das nehmen wir noch. Ich werde jetzt versuchen, von allem etwas auf die Gabel zu kriegen, sprich von der Tomate, Salat, Gurke und natürlich Hack. Der Käse lässt sich natürlich nicht umgehen. Müssen wir erstmal pusten, dass wir uns nicht verbrennen. Alter, ist das geil. Kommt man sich vor, als wenn man in so ein Big Mac reinbeißt. Aber es ist gar kein Brot dabei. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts am Mund hier, wenn das so ist. Seht es mir nach, aber wer Big Mac liebt, dem kann ich nur raten. Macht das mal so nach. Das Ganze als Auflauf, ohne Brot natürlich, so wie wir das jetzt hier gemacht haben, ist echt eine Empfehlung wert. Jetzt, wo wir alle gegessen haben, noch mal so zwei, drei abschließende Worte. Also wer auf Burger steht, Big Mac steht, dem kann ich wirklich nur raten. Wie eben schon gesagt, macht das nach. Das lohnt sich, weil wenn man das so isst, denkt man wirklich, man isst da ein Big Mac. Das Ganze halt nur ohne Brot. Also geht das auch quasi fast als Low Carb durch. Dann, wie eben am Anfang auch schon gesagt, gefällt euch der Käse nicht oder das Hackfleisch nicht, nehmt immer das, was ihr möchtet. Ob es jetzt ein anderer Käse ist, beziehungsweise statt Rinderhackfleisch einfach nur mal gemischtes Hackfleisch. Macht das, wie ihr möchtet. Es muss euch schmecken, nicht mir, sage ich immer, weil mir schmeckt das hier. Ihr könnt das hier so nicht nachvollziehen. Aber geschmacklich, wie gesagt, wie ein Big Mac, einfach nur geil. Und das Beste, was ich daran finde, wenn man so eine Portion, wie ich gerade hatte, gegessen hat, ist man wirklich auch pappesatt, was man sich gar nicht vorstellen kann. Ich denke mal, das ist dem Käse geschuldet, weil der doch ganz schön mächtig viel drin ist. Aber schmolzener Käse ist geil, ohne den geht's halt nicht. Ja, dann wären wir für heute wieder durch. Ich hoffe, das kleine Video zu dem Big Mac-Auflauf hat euch gefallen. Ist dem so, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, über einen freundlichen Kommentar. Und seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal, könnt ihr das hier oben gerne irgendwo nachholen. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael, macht's gut. Ciao.